aber das kann man lassen. Jetzt passt's. Willkommen, meine Freunde des dichten Daddelns, zu einer Runde Back 4 Blood, die Beta. Ich möchte das Spiel mal ausprobieren. Heute schon, morgen Abend und Samstag, 19 Uhr, spiele ich das ja mit dem Gekolonimus zusammen. Heute möchte ich schon mal reinklotzen, um zu gucken, wie es denn ist. Ich kann einfach nicht bis morgen warten, das geht einfach nicht. So, jetzt muss ich hier erstmal alles ein bisschen aufbauen. So, dann schauen wir mal. Willkommen zur Beta. Die Infizierten haben eine ziemliche Sauerei angerichtet. Ausrüsten, losziehen und den Sauladen aufräumen. Dieses Spiel ist eine Entwicklungsversion vor der Veröffentlichung. Das bedeutet, dass einige Teile des Spiels nicht so funktionieren wie geplant. Da dies ein Spiel vor der Veröffentlichung ist, bietet der Entwickler keinen Kundendienst für das Spiel an. Logisch. Gut. Moment. Musste nochmal kurz Headset ein- und ausstecken. Dann würde ich sagen, schließen wir das. Verfügbare Nachschublinien. Öffne Nachschublinien. Hubscreen im Karten. Was ist halten? Uff. Also ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier genau funktioniert. Kampagnen-Decks. Decks. Was haben wir denn alles schon? Okay. 20% Nachladegeschwindigkeit. Ja. Ich würde sagen, wir springen einfach irgendwie hinein. Erstelle ein Deck. Zum Chatten gedrückt halten. Ah ja, alles klar. Charakter auswählen. Dann will ich mir schon mal meinen Charakter. Ich will den hier spielen, den Walker. Charaktere beginnen mit einzigartigen sekundären Waffen und Talenten. Gut. Ah, scheiße, mein Overlay ist da. Ich muss das mal kurz woanders hinpacken. Ich habe mir das jetzt mal nach oben geknallt. Da ist es nicht so wichtig, weil sonst bin ich. Ich habe das rechts in der Mitte und da kann ich sonst nicht lesen. Ja, den nehmen wir. Gib nach, erstelle ein Deck. Wenn du fort hoch drückst, wird das Hauptmenü angeblendet. Ja, genau, das haben wir ja schon. Decks. Kampagnen-Deck. Deck erstellen. Und gut, das klingt gut. Ach, ich nehme jetzt einfach mal alle Karten rein, die ich habe. Weil ich sowieso keine Ahnung habe, wie das jetzt hier funktioniert. 7 von 15 Karten haben wir. Wir speichern das Deck. Benutze ein definiertes Deck 1. Das lassen wir gleich so vom Namen her. So, starte einen Durchlauf. Gib im Nachschublinie Vorratspunkte aus. Betritt den Übungsplatz. Kann ich hier... Habe ich denn schon Punkte? Mit Vorratspunkten freizuschalten. Ja, ich habe... 5 habe ich, oder? Keine Ahnung. Also, ich habe wahrscheinlich 0, deswegen geht das auch nicht. Gut. Wo ist denn der Übungsplatz? Da ist der Übungsplatz. Dann gehen wir doch mal glatt hin. Schau mal, was wir so machen können. Okay. Flott hier. So geht springen, alles klar. Vielleicht sollte ich mir das doch vielleicht ein bisschen runterschrauben. Es ist ein bisschen flott. So. Vielleicht funktioniert es jetzt ein bisschen besser. Ich glaube, ich muss einfach nur reinkommen. Okay, okay, okay. So, was haben wir denn hier? Oh! Ja, nehmen wir mal eine AK.
Kann ich denn Waffen wechseln? Mit Y. Alles klar. Ich treffe halt auch echt gar nichts. So viel Zeit zum Zielen werde ich im eigentlichen Spiel wahrscheinlich nicht haben. Alles klar, so funktioniert das. Ausdauer haben wir auch, alles klar. Ah, und hier kann ich die Waffen quasi pimpen, oder was? Ah nein, das sind Magazine. Aber hier vielleicht. Ah, okay. Er ist immer noch ein bisschen schnell, aber das ist mir jetzt relativ egal jetzt. Da kann ich Punkte ausgeben, oder was? Drücken, um Nachschubslinie zu nutzen. Ja, ich habe aber noch nichts, ne? Wo sehe ich denn, wie viele Punkte ich habe? Jetzt muss ich kurz mal hier vom Stream gucken. Ach, da oben rechts. Alles klar. Starte einen Durchlauf. Ja, wo starte ich den denn? Kann ich mich da hinten oder wie... Was bist du denn für einer? Drücken, um Karten zu bearbeiten. Ah, okay, da kann ich die Decks bearbeiten. Ich nehme jetzt einfach mal alle Karten, die ich jetzt hier sehe. Zielgeschwindigkeit, Munitionskapazität. Ja, ich glaube, das lassen wir jetzt nur so. Es ist ja bloß ein Test. Ich meine, im Hauptspiel, also wenn es dann released ist, wird das sowieso ganz anders sein. Lassen wir uns mal einen Durchlauf starten, oder? Quickly, Kampagne. Durchlauf erstellen, überlebender Veteran, Albtraum. Jo. Ich würde sagen, wir starten einfach nur als Überlebender. Spieler haben zusätzliche Gesundheit, Munition, Extraversuche und Traumawiderstand. Spieler fügen den Infizierten mehr Schaden zu. Spieler erhalten extra Heilung und Traumawiederherstellung zwischen Schutzräumen. Kein Eigenbeschuss. Klingt gut. Würde ich sagen, machen wir mal. Crossplay aktiviert. Die Crossplay-Funktion findet Spieler auf verschiedenen Plattformen für dich. Es wird empfohlen, dies zu aktivieren, um die allgemeine Qualität deiner Matches und die Wartezeiten zu verbessern. Du kannst Crossplay jederzeit im Rennen... Ja, lass mal an. Stört mich jetzt nicht. Suche nach Spielen. Kann ich nicht alleine zocken? Das würde mich jetzt anfangs ein bisschen... Würde mir jetzt mehr gefallen, wenn ich alleine spielen kann. Die Rückkehr des Teufels. Wiederauferstehung. Will denn ein Charakter? Ja, wir haben im Walker jetzt gespielt. Den nehmen wir jetzt auch. Kann ich mich nicht ausschalten? Ich würde mich gerne muten. Aber nicht von Stream. Gut, ich kann mich jetzt wahrscheinlich nicht für den anderen muten, das ist jetzt ein bisschen doof. Oder mich halt labern, ist mir eigentlich relativ egal.
Heilungseffizient klingt gut. Alle stumm schalten. Bin ich jetzt... Nein, ich... Hier, stellen wir es mal auf 0. Passt. So. Jetzt hören die mich im Spiel nicht mehr. Long road ahead. Better thought we said no more paddling up Shit Creek. Well, at least we still got a paddle. Gut, wir sind zu dritt, wie ich sehe. Rover 2, this is Hope 1. Do you copy? We're here. Need all cleaners back at the Ville. Pronto. Hard copy? Yes, sir. Hope 1 out. Well, you heard the general. Sind wir doch zu viert. Oh, nice. Let's do this. Cool. Da ballert schon einer. Back off, creep. Geht schon los, oder was? Do we have a so. Plan? Or are we, you know, nein, wir haben keinen Plan. Over there. Weapons here. Revolver looks like here. I got a tooth stuck in there. Meds over here. Alles klar. SMG. Through here. Okay. Look. Das ist schon mal geil, die sind alle voller Blut. Oha. Come on, we need to keep moving. Ich senk die Brücke mal. LMG! Sniper rifle! Incoming! Out! That's gonna leave a mark. Wow! Oh, fuck no! I'll take this. A lot of activity over here. Handgun here. Ich hab die Kiste gefunden. Das nehmen wir mal mit. Ich bin halt jetzt einfach mal Arschloch und schau nicht, weil die anderen was haben wollen. Einer hat das Spiel schon verlassen. Ist mir relativ egal. Ein neuer ist hinzugekommen. Und einer ist wieder weg. Okay. Also ist ziemlich blutig die ganze Chose hier. Was lauft ihr alle mir hinterher? Reloaded.
Boah. You see that? Was ist ein Melee überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Stick together. We're a team, so act like one. Is anyone still up there? We need help. They've got us trapped. We hear you. Oh, thank God. We thought we were the only ones left. We could really use some assistance. We're pinned down. Die laufen alle mir hinterher. Ja, alles klar. Gut. Fuck. Ah, fuck. Flashbang here. Das gefällt mir gar nicht. This might be fun. Not for the things trying to eat me. Na scheiße. Kommt, Dicker! Er ist schon weg. Can you stop shaking? Danke. Wieso läuft ihr mir alle hinter? Ja gut, ist wurscht. Die uns hinterherlaufen. No way through. Okay, okay, okay. Ja, ich finde das jetzt ein bisschen blöd, dass die alle mir jetzt hinterherlaufen. This way. Aber gut, sollen sie mir doch ruhig hinterherlaufen. Sorry, wenn ich auch ein bisschen wenig quatsche jetzt. Come on, man, that shit hurts. You trying to get yourself killed? Watch me. Need to reload. Muss. Da ist der Schutzraum, okay. Wie kommt man da jetzt hoch? Ready? Let's go. Ein bisschen krass, dass die Münder herlaufen. Well,
We're all still breathing, so that's something. Okay. Gut, gut. Ich habe 113 Infizierte getötet. Not bad, würde ich sagen jetzt. 18 Punkte verdient, alles klar. Geschlossen verbleibende, fortfahren 3, getötet, infiziert und eigene Mutation, Multiplikator, okay. Bestätige das jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache in dem Spiel. Tunnel des Blutes. Ah ja, das habe ich ja in Videos schon gesehen, dieses Teil. Verderbniskarte. Finde den Probebehälter und bringe ihn zum Ende des Levels, um 5 Kupfer zu verdienen. Alles klar. Love what he's done with the place. Didn't ask you here. The door's clearly marked. Unless you're buying. Just get what you need and get out. Not geht. Muss ich wieder. Oh. Seid ihr bereit? Safety's off. Die laufen echt alle mir hinterher. Okay. Over there. Okay, okay, okay. You see it? Keep your head on a swivel here. Oh, okay. Holy shit! Oh, got your attention now. Cover me, reloading! It's with me, take it, please. Focus your fire! You did pass basic training, didn't you, Walker? You okay? Sit back! Lauf! Jungs, Mädels, lauf! Lauf, 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 lauf! Ah, okay, das sind Bots. Alles klar. Dann weiß ich auch, warum die alle mir hinterherlaufen.
ridden since the collapse. Shit, maybe not. Kann ich mich denn heilen? Doesn't matter right now. Let's concentrate on getting back to Fort Hope. Brauche ich mich nicht wundern, dass die mir alle hinterherlaufen, wenn das Bots sind. Over there. I'll take this. Defibrillator. Dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die mir alle hinterherlaufen. Let's do this. Cover me. Reloading. Not feeling so great. Ich habe keine Ahnung, wie ich heilen soll. Ich habe nicht mal Ahnung, wie ich mich selber heile. Gut, die anderen Spielräten, das ist mir dann relativ egal, sag ich jetzt mal. Shotgun hier! SMG! Bandages hier! Meds hier! Gotta slap a patch on this. Ah! Need that. Bandages! Patching up. You oops. Okay? Oops. 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 This might hurt. Die ist fast hin. Habe ich noch was zum Halten? Nein. Gut. Ich finde das auch gut, dass die anderen ausgestiegen sind. So kann ich mich selber ganz allein auf das Spiel jetzt hier konzentrieren, ohne mich looks like we got an andere Spieler halten zu müssen oder ärgern zu müssen oder die ärgern sich über mich. Das wäre jetzt echt kontraproduktiv. Da hätte ich jetzt echt keinen Bock drauf. Ich treffe natürlich wieder nichts. Aber ich muss sagen, diese Zombies sind definitiv langsamer als die in... Oh, als die in Left 4 Dead. Die waren ein bisschen schneller unterwegs. Stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass die langsamer sind. Allzu schnelle Zombies, da bin ich eh kein Freund von. Jungs und Mädels, kommt! Achso, das ist da drin, oder was? Benötigt Pickgun. Die haben wir jetzt wieder nicht dabei, oder? Alles klar. Ammo hier. Ich nehme einfach alles mit. Ah! Dich nehme ich mit. Und du gibst Kohle. So. Nehmen wir was zum Heilen, das nehmen wir mit. Not too bad. Oh. Biatch. So. Also bis jetzt scheint es nicht schlecht zu sein, das Spiel. Ich freue mich, wenn ich das morgen beim Gekolonimus im Stream zocke. Das, boah, der ist schon wieder da. Ich hab was für dich! Friss! Umsonst geworfen, ist schon tot. Alles klar. Treffen müsste man halt auch, ne, wa? Da bin ich jetzt noch nicht so gut. Nicht mehr weit, sagt er. Hey! Nacht! Gute Nacht! I'll take this. Not far. There's a passable route over Washington Bridge. Okay. Das macht mir auch ein bisschen Lust jetzt auf Left 4 Dead, das Spiel hier.
Aber warum soll ich Left 4 Dead spielen, wenn ich das jetzt hier zocken kann? Oh, sorry. Meine Güte! Zielwasser! Ich brauch Zielwasser! Damit ich auch mal was treffe. Ich habe heute noch kein Zielwasser gesoffen. Ah ja. Das sind auch nochmal Münzen. So funktioniert also das System hier. Man sammelt in-game dieses Kupfer ein. Und damit kann man, wenn ich das jetzt vor uns richtig mitgekriegt habe, sich im Schutzraum Waffen und Gedöns holen. Erreiche den Schutzraum. Ja, ich weiß. Aber ich will mich auch ein bisschen umgucken hier. Ich will nicht einfach durch die Level laufen und keine Ahnung haben, was hier so rumliegt. Well, we're all still breathing, so that's something. Ja, dann guckt mal alle rein hier. So, nächstes Level geschafft. Ist gewöhnungsbedürftig, das Spiel. Also anders als Left 4 Dead, definitiv. Die Zombies sind langsamer. Das Gunplay ist ein bisschen different. Muss ich mich noch ziemlich dran gewöhnen. Gut. Schauen wir mal. Ich bin echt gespannt, wenn ich das morgen mit dem Gecko spiele. 19 Uhr. Beim Geckolonimus im Stream und bei mir im Stream. Also wir beide streamen. Spielen zusammen. Wird bestimmt geil. Niemand zurückgelassen. Ich schieße das Level ab, ohne einen der vier Cleaner zu verlieren. Ja, okay. Wähle deine Karte. Ja, mehr Ausdauer, oder? Ändere dein Schlag im Messer als Nahkampfwaffe. Nein, mehr Ausdauer nehmen wir. Aber ich will eine andere Waffen. Ah ja, okay, 2050 habe ich. Ich habe echt keinen Plan hier. Das muss ich mir echt mal alles in Ruhe angucken. Das geht aber jetzt nicht. Weil ich will euch natürlich nicht warten lassen. Ja, wo ist denn hier? Gibt es hier noch irgendwas? Ein Schlag unterbricht dein Nachladen. Ja, das habe ich schon mehrmals gelesen. Jetzt hier kann ich, glaube ich, einkaufen. Verbesserung, Offensive. Offensiver Gegenstand. Verbessert die Qualität von allen Splitter, Molotov, Stacheldraht, Rohrbomben, Knallfrosch und Blendgranaten. 1500 Ausdauer des Teams. 10% mehr Ausdauer des Teams. Alles klar. Waffen. Die kostet 800. Die will ich jetzt mal mitnehmen. Das sieht aus wie ein dickes Geschoss. Was ist das? Laservisier. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wie viel Kohle habe ich noch? Wo sehe ich denn das? 1050, alles klar. Zubehör, ein paar Granates. Ich kann nur eine Granate haben. Ja, das nehmen wir jetzt auch mal mit. Gut. Alter, die sieht schon dick aus, die Knarre. Ja, die gefällt mir. Die gefällt mir. Stay alert, stay alive. Gonna check out the car. Die schießt auf mich, Bitch. Also die Zombies sind wesentlich langsamer als bei der What the fuck?
mich hierauf konzentrieren. Bandages! Ammo hier! Second the car! Uhu! Hier gibt's Moon. Moon, sag ich schon. Kohlen! Hier gibt's Moon. Nachladen? Haben wir überhaupt Leute da? Ja. Weiter geht's. Mir ist nämlich auch aufgefallen, es zeigt manchmal an so und so viele Zuschauer und dann, wenn ich in die Übersicht gucke, sitzen aber mehr drin. Aber das sollen sie ruhig sitzen. Man muss nicht mit mir rein schreiben. Kann ich mich wenigstens hier ein bisschen konzentrieren? Ich fühle mich wie ein... Ich spiele, glaube ich, auch so. Ich werde mich mir das angucken nachher, wie ich gespielt habe. Werde ich wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Alter! Alter, was schlägt mich denn? Das ist wahrscheinlich dieser typische... Ich weiß gar nicht mehr, wie der Left 4 Dead jetzt hieß. Dieser... Mit dieser ewig langen Zunge. Ach, der steht wieder auf. Ich dachte, der liegt einfach am Boden und chillt. Schon tot. Treffen sollte man auch was. Könnt ihr aufhören, auf mich zu schießen, Bots? Danke sehr. Ich brauche echt Zielwasser. SMG hier. Oh, ich habe eine dickere Waffe als deine MP, Alter. I don't know if anyone can hear me. Liegen bleiben. But our settlement is gone. The infected have changed, mutated. Ich habe ein Auto, M. Kann das sein? No. Ja. Survivors. Ja. War nicht schlecht. Kann ich gut gebrauchen jetzt für den Anfang. Boah, funktioniert jetzt auch nicht so. Explodier ruhig. Ja, nachladen ist bei der Waffe ein bisschen slow. Das erinnert mich an Left 4 Dead 2 Level, glaube ich. Was haben wir denn da? Erste Hilfe, ja, okay. Kann das jemand anders nehmen? Gibt das mal einer? Ja, die Bots nehmen das natürlich wieder nicht. Bisschen blöd. Ohu, der war nice. Ich muss sagen, langsamere Zombies als in Left 4 Dead gefällt mir aber ein bisschen besser. Dann läuft das nicht so panisch ab. Jump! Incoming! Incoming! Ich hol's einfach mal runter, alles was ich hab. Ich hoffe, dass es hier nicht sowas wie eine Bitch gibt. Das wäre echt abgefickt. Aber bis jetzt hätte ich noch keine. Ich könnte mich immer noch drüber tot lachen, dass ich vorhin gedacht habe, die laufen mir alle hinterher. Und hab's nicht gecheckt, dass das Bots sind. Alter, ich treff halt. Schon wieder so einer. Ja.
Reloading! Ich will nachladen hier. Entering the building. Sind wir hier? Molly! Ja, die Waffe brauche ich jetzt nicht. Smoker war der Name, Lied, der mit langen Zunge. Ah, hi Ram! Stimmt, Smoker war das. Ich weiß nur, dass der fette Boomer hieß. Dann gab's halt eben die Witch, die Bitch. Stalker, glaube ich. Das war dieser verdammt Schnelle, der die anderen zu Boden reißt oder dich zu Boden reißt. Smoker, stimmt. Guten Nacht. Die chillen hier so. Was haben wir da? Shotgun-Muni, ich hab keine Shotgun. Hey, what did I ever do to you? Trying to get yourself killed. Where there's a will, there's a way. So, where's ja, the way? Ja, das ist wohl wahr. Wo ein Wille ist, ein Weg. Wo ist der Weg, ja? Das versuche ich auch noch rauszufinden. Ich bin froh, dass ich nicht auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spiele, weil durch die Bots, die schießen schon oft auf mich, sage ich jetzt mal. Benötigt Pickgun. Was ist eine Pickgun, Alter? Eine Waffe, die Sachen auf. Hunter. Echt? Hunter, nicht Stalker? Was für ein Spiel war das dann? Stalker? Da gab es auch irgendeins, da hießen so Viecher Stalker. Oder täusche ich mich jetzt? Ja, also ich glaube, das letzte Mal, wo ich Left 4 Dead gespielt habe, das ist, glaube ich, 10 Jahre her oder so. Gut, dass ich dich jetzt hier habe, Ram. Du kannst mich da wenigstens berichtigen, wenn ich Blödsinn rede. Kann ich hier irgendwas... Nein? Nein? Geht nicht? Okay. Ach doch! Das hört sich ja nicht gut an. Nicht jetzt nachladen hier. Ja genau, Hunter. Okay, alles klar. Danke fürs Berichtigen. Ich war mir echt nicht mehr sicher. Woher habe ich das Stalker? Wow, Orbach voll! Ich heile garantiert niemanden. Ich kann nicht! Ich sterbe! Bathe in garbage and bees. Just remember me in your will, because I'll be down. All is down. Tot. Das erste Mal gestorben. Alles klar. Not bad. Fehlgeschlagen. Wir bleiben fortfahren. Heißt wahrscheinlich, ich kann noch zweimal spielen. Bis quasi ich die Kampagne hier verkackt habe, oder was? Gut. Das hat nicht funktioniert. Das hat definitiv nicht funktioniert, alles klar. Wähle deine Karte. Ram, weil du gerade da bist, welche soll ich nehmen? Ich lasse dich mal die Wahl machen. Wir haben irgendwas, was meinen Schlag zu einem Nahkampf zählt. Weiß jetzt nicht, wie ich das verstehen soll.
Nahkampftötungen heilen 2 Gesundheit. Das ist eigentlich gar nicht so blöd. Ein extra Leben plus 5 Gesundheit. Wenn du bei kritischer Gesundheit tötest, stellst du 1 Gesundheit wieder her. Oder plus 10 Ausdauer. Wir hatten jetzt zuletzt plus 10 Ausdauer. Ram, choose one. Läuft deine Zeit ab? Tatsächlich, 3 Minuten, 11 Sekunden, alles klar. Ja, ich sehe das nicht, ich habe da jetzt oben mein Stream-Overlay. Deswegen sehe ich das nicht, wenn da Zeit abläuft. Das habe ich jetzt hier gesehen, auf dem Bildschirm. Was nehmen wir? Oder soll ich doch selber aussuchen, Ram? Boomer kotzt dich an, Tank fickt dich, Witch ist ganz süß, die dritte gefällt mir. Die dritte Karte, meinst du? Okay, ein extra Leben plus 5 Gesundheit. Yep, alles klar. Nehmen wir 20 Nachladegeschwindigkeit. Ach, steigt das? Das ist ja cool. Reit für den Fight. Bot Evangelo aktiviert. Ach, war das ein Spieler? Ich dachte, ich habe nur Bots. Jetzt habe ich die Waffe wieder. 420. Ja, okay, die kann 420 tragen. Die heben wir uns mal auf. Verringert die Zeit benötigt, statt zu beenden, reduziert Bewegungsstrafe. Was ist ZV? Wenn man einfach mal weiß. Du hast zweimal gekauft, oder? Depp. Achso, Moon und so muss ich jetzt nicht nachfüllen. Das sieht gut aus. Ja, eine Grenade. Was ist das? Pickgun. Ah! Das nehmen wir jetzt mal mit. Und noch was zum Heilen. Ja, Wollinger. Gut. Wie findest du das Spiel jetzt bis jetzt, Ram? Von dem, was du so siehst? Ich meine, du hast ja auch Left 4 Dead mit uns oft gespielt. Schon wieder reload. Ich kann bloß 8 Kugeln tragen hier. Ich verstehe, da brauche ich definitiv eine andere Pistole, ey. Bleibst du liegen? Ja, ja, ja. Gibt's hier was? Nein, nein, nein. Das kann ich jetzt nicht mitnehmen, oder? Weil ich schon was habe. Let's check this place out. Ich komme mit dem Gunplay noch nicht so ganz zurecht. Ah, ich glaube, das war was Schnelleres, oder? Ja. Was mir auffällt, die Horde kam in Left 4 Dead öfters. Da gab es öfters so Momente, wo dann wirklich Tausende auf dich losgerannt sind. Ja, ganz cool eigentlich, aber dezent schwierig schaut's aus. Ja, und jetzt muss ich sagen, ich spiele auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und ich habe 3 Bots dabei. Es ist wahrscheinlich mit richtigen Menschen dann anders. Die sind aber alle gelieft vor uns. Was mir auch jetzt ganz recht war zum Testen, weil ich am Labern, weißt, und konnte die Ingame-Sprache nicht so, also mein Ingame-Chat konnte ich nicht ausstellen. Das heißt, die haben mich die ganze Zeit gehört, das wird sie wahrscheinlich genervt haben. Was ist das? Ist es tot?
well. Let's do this. Gut, das ganze schnelle Ding, das scheint tot zu sein. Das Blöde ist, wenn der dich anexplodiert, dann bist du erstmal echt eine Zeit lang langsam. Ja, es nochmal zu dem dezent schwierig. Es kommt mir auch dezent schwierig vor. Aber entweder weil ich mich so blöd anstelle und durch die Bots oder was schwierig ist, da habe ich jetzt echt welcher Faktor das jetzt wirklich ist. Wahrscheinlich weil ich mich so blöd anstelle. Das wird es wahrscheinlich eher sein. Jetzt hier, ja. Ich treffe auch so selten manchmal was, das ist schon sehr interessant, wie ich mich hier anstelle. Ja, Alarmanlagen bei Left 4 Dead, wie du gerade gesagt hast, da kamen wirklich hunderte. Ja, aber auch viel öfters, du hattest öfters solche Momente, weißt du? Hier, das scheint hier so extra gescriptete Momente zu sein, wo sowas passiert, wie eben vor uns das mit dem Kran. Oder die Vögel. Es gibt Vögel, die kann man aufschrecken. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Oh, jetzt hätte ich hier gern wieder die angerufen. Siehst du, wie oft ich einen roten Balken hinter mir habe? Wie oft die Bots mich anschießen? Das ist schon... Ah, ich kann hier... Ah, hier kann man besser runterlaufen. Jetzt sind wir gleich wieder da, wo ich vor uns gestorben bin. Ich werde auch heute ohne Unterbrechungen jetzt spielen. Also keine Pause. Schreit da schon wieder um Hilfe. Hey, over here. Ja, wo denn? Come on, get me up. Ja, ich bin dabei. Over there. Ich komme nur nicht mehr hoch, Bitch. Lass halt einfach los. Ich komme da nicht hoch. Soll ich dir helfen, Bot? Hey, over here. Oh, fuck. Sowas nervt mich jetzt schon wieder. Anytime, guys. Anytime, guys. If you can't see your enemy, you sure as hell can't kill it. Oh. Ollie's dead. Ja, weil die blöde Kuh irgendwo rumgehangen ist, wo ich definitiv nicht mehr hochgekommen bin. Bots. Abwarten. Ich glaube, Back 4 Blood hat einiges in sich. Ja, definitiv. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie das Spiel zusammen mit Daniel, also mit Gecko morgen ist. Rette Bot Holly. Wo ist sie denn? Aha. I got you, Holly. Interessant, man respawned, oder wie? Thanks. Hier, das sind diese Vögel, die ich gemeint habe. Aber ich habe jetzt nicht die zu aktivieren. Momentan keine Haare im Gesicht. Durch die blöde Maskentragerei habe ich mich rasiert. Weil das ist echt nervig.
Back off! Look! Careful! Loader! Cover me! Reloading! Perfekt, so muss man das machen. Hast du eigentlich eine 360? Da kann gerne mitspielen, aber wir hatten Xbox One noch Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel für die One überhaupt noch rauskommt. Aber ich glaube schon, oder? Ich spiele ja auf eine Series X, die habe ich mir ja Anfang des Jahres, habe ich mir die ja gegönnt. Da habe ich ja extra drauf gespart. Ah! SMG hier. Zum kostenlos heilen, das ist geil, okay. Was haben wir da drin? Hast du eine 360 eigentlich, Ram? Never say no to an extra mag. SMG over here. War so zu... Ammo. Als Frage nebenbei. SMG. Weil wenn ja, könnte man mal bei Gelegenheit Left 4 Dead spielen. Ammo here. Und wenn's ist, ich habe bei meinen Eltern meine alte, die kann man nur einmal benutzen, die Pickern. Ne, das 60 habe ich. Wenn's ist, ich habe bei meinen Eltern meine alte One, also wirklich die alte, die auch ein Laufwerkdefekt hat. Sie funktioniert eigentlich noch einwandfrei, ist halt leider eine der ersten Generationen. Die könnte ich dir... We need to get over this. Dabei geben, wenn du möchtest. Wenn wir sonntags mal runterkommen. Wird wahrscheinlich sonntags sein. Aber wie gesagt, mit der 360 können wir auch Left 4 Dead spielen. Ist, glaube ich, im Game Pass. Beide Spiele. 1 und 2. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Jungs, Mädels, kommt hier rein. Wo häng ich? An der Wand. Also wenn du Bock hast, wie gesagt, für Left 4 Dead würde ich mich auch mal anbieten. Ich heile jetzt hier niemanden. Thanks, Han. I'm surrounded! Reloading! Angelo's down! So ein Stinger ist hier, habe ich mitgekriegt. Ist da. Hey, Charlie! Dezent schwierig, das ist schon gut schwierig, das Spiel. Hab ich ihn jetzt gekillt? Thanks, kid. Na, da ist er. Jetzt habe ich ihn. Watch your fire. Here. Ammo over here. Ich bin lieber Holly wieder. Again. Wir hatten doch irgendwo vor uns so ein Medipix gesehen. Wer ist denn am schlimmsten? Die Mom. Hold still.
Mom, komm mal her. Appreciate it. Wir hatten doch irgendwo SMG. Da unten war das, glaube ich. Ja, genau, da war die kostenlose Heilung. Da gönne ich mir gleich mal was. Dass da der Bot aber auch nicht hingeht, das ist jetzt auch ein bisschen weird. Und jetzt ist das Ding leer und wie geht's weiter? Ich dachte, er füllt so viel auf, dass ich... Ach so, geht doch, okay. Ich bin noch nicht gesprungen. Erreiche den Schutzraum. Yay. What I'm waiting for? For a lot of money. Need that. Was ist das? Achso, das kann man nicht mitnehmen. Ich dachte, das kann man mitnehmen. Ich habe hier nur noch 18 Kugeln. Motherfucker. Ich mag den Walker, der gefällt mir. Könnte mein Standardcharakter werden, wenn den in Online-Sessions mir nicht einer immer wegmopsen würde, dann wahrscheinlich. Ich habe immer das Glück, dass mein Charakter immer weggemopst wird. Den Walker, den mag ich jetzt schon. Over there. Geld, Geld, Geld ist alles, was ich liebe. Geld, Geld, Geld ist das, was ich mag. Machete. I'll take this. Handgun here. Aber ich hätte gern. Ach so, ich verstehe. Handgun. Alles klar. Wie macht sich denn eine Machete? Wenn wir die Bots jetzt nicht alle wegtöten. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Und wir haben Level 3 geschafft. No sweat. Let's go. Nein! Oh. Er ist Gott sei Dank wieder reingekommen, das wäre jetzt katastrophal gewesen. Bad. Bast. Der gleich in WhatsApp geantwortet. Ich zu spät gecheckt, dass ich eine Nachricht habe. Andy Bro, ich hoffe, du hast auch die Uncut. Ja, ich nehme an, dass das die Uncut ist. Ich glaube, es ist vom Index runtergekommen. Das Spiel. Das kann man, glaube ich, jetzt Uncut sogar, glaube ich, in Deutschland kaufen. Fliehe über die Brücke von Evansburg nach Finlayville, während dir die Horde im Nacken sitzt. Oder Sicherheit zuerst. Schließe das Level ab, ohne dass ein Cleaner mehr als dreimal außer Gefecht gesetzt wird, um 500 Kupfer zu setzen. Verderbniskarten. Muss ich jetzt eine wählen, oder was? Ich check das jetzt überhaupt nicht. Oder sind beide an? Starterkarte, 20 Nachladegeschwindigkeit, okay. Steigt die? Wähle eine Karte. Ja, ich nehme definitiv plus 10 Munition. Alter, ist mir heiß. Die Kreuzung, ich komme über die Brücke. Almost. All we have to do is get across the river.
How hard could it be? Back for Blood? Ja, aber das können sie noch ein bisschen schöner designen. Das ist schon... Ah, jetzt hat's geladen. Wollte schon sagen, ist gut verpixelt. Keep a tight formation. Kann ich das Graffiti irgendwie auch ändern? Ich will aber definitiv eine andere Knarre haben. Aber ich will keine Machete. Kann ich denn was anderes auswählen? Ich kann mir jetzt nichts anderes holen. Okay, gut. Let's go. Assault rifle. Ich glaube, jetzt einfach mal mit Machete ein bisschen durch. Alter, schießt mir doch nicht alle weg. We don't have another option. It's this or swim. Well, anyone got any better ideas? Thought. So what say we get our sweet little patooties across that river? Oops. Team on route to blow George Washington Bridge. Oh fuck, I need to move. Do you copy? Wie komme ich da rein? Walker? Ja, das ist schon. I thought you were trained to use that. Gleich am Anfang wird der weggezogen. See that? Gibt's hier eine Pistole? Sniper rifle. Eine normale Pistole wäre gut. Ich möchte die Machete loswerden. Can you please stop shaking, baby? Gleich hier. Wir kommen eine Wochenende runter. Ich glaube, da wäre es besser, wenn wir drüber unterhalten. Ab morgen von 6 bis 8 Uhr werden wir hier. Alles klar. Ja, am Sonntag kommen wir runter. Nach Bockhausen. Ja, können wir machen. Dann wünsche ich dir gute Nacht. Schlaf gut. Und bis zum Weekend. Hat mich gefreut, dass du vorbeigeschaut hast. Fuck. Das ist die Brücke. Hope One, this is Rover 2. Moving across the Washington Bridge. You copy. Over. Damn it. Pick up. Stop! Blow his fucking head off. Ach, da war noch ein Dicker. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Reloading! Exploder! Incoming! Stinger! Ich hätte gerne noch die Kohle, die hier noch drin liegt. Jetzt.
Ah, oh, fuck. Not Evangelo. Please, no. Got a bit of a situation going on here. Ich glaube, das war's jetzt. Das war's. Das war jetzt nicht so cool. Ah, einmal geht noch. Dann ist es wahrscheinlich vorbei. Dann ist die Kampagne wahrscheinlich gescheitert. Mal die Kamera ein bisschen weiter runterdrehen. Ich finde es auch gut, dass heute jetzt das Licht so nicht überbelichtet ist. Gestern, als ich Teso starten wollte, war mein Ringlicht so hell, dass mein Gesicht so BÄM war und ging gar nicht. Aber da in Teso sowieso die Kamera asynchron zu meinem Geblabbel ist, habe ich das ja dann sowieso ausgeschaltet. Also die Kamera hatte ich ausgeschaltet. Taser-Pickern, ja, die macht mehr Sinn, finde ich. Ich hab lieber Granaten dabei als Stacheldraht. Let's go. Könnt ihr mir eine Pistole geben? Könnt ihr nicht, oder? Schade eigentlich. Ich hab sie gar nicht getroffen, sie fällt tot. So what say we get our sweet little patooties across that river? Rover 2, team en route to blow George Washington Bridge. We cannot delay. Do you copy? We need to move. Reloading! Kommt ruhig alle her hier. Mach hier auf. Hier ganz gut. Over there. Need that. Na, keine Shotgun, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Any bright ideas? Shotgun here. A pistol wäre cool. Eine normale Pistol. Aber da liegt hier wieder keine rum. Legt lieber eine Shotgun rum. See that? Was haben wir da drin? Pipe bomb here. Meds. Aber auch keine Pistol. Pipe bomb. Ach, schieß auf die Gasflasche, ruft die Horde. Nein! Schieß auf dich, Bob. Here you go.
Thanks. Könnt ihr mir helfen? Eigentlich schon wieder, oder? Was ist denn los? Here we go, Holly. Ah, nicht aufgeben. Ah, Idiot. Kein Fortfahren übrig. Gut. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Durchlauf fehlgeschlagen. Kein Fortfahren übrig. Ja, habe ich mitgekriegt. Schade. Bereit, dein Feedback zu hinterlassen, wenn du eine Umfrage ausfüllen möchtest, um zu wissen, lassen, wie dein Leben so hast. Scanne bitte diesen Code der Kamera, deine Sendung, um Feedback zu hinterlassen. Das kann ich jetzt schlecht machen. Aber ich fotografiere ihn mir ab und fotografiere ihn dann mit dem anderen Handy. Also scanne ich den dann. Ich habe das andere Handy jetzt hier in Benutzung oder vorbei. Wenn ich das jetzt mache. Nein, ich will keinen Screenshot machen. Gott, bin ich dämlich. Löschen. Ich will den Code scannen, dann scannen wir mal. Lass mal sehen, was die mir zeigen. Thank you for participating in the Back for Blood Beta. You are welcome to continue playing Back for Blood until the end of our beta on August 16 at 12 PET. Please note that the game will be unavailable on August 10, 11 as we transition to open beta. When you're finished playing, we'd love you get feedback to have improved the game. By pressing continue, you how would you rate your overall experience with this game? From 1, very poor, to 5, very good. Ja, nehme ich jetzt mal eine 4. How likely would you be to continue playing? Nehme ich eine 5. How would you rate the challenge of this game? Somewhat too hard. A difficulty based rating of the change of the game. I'm a survivor. How confusing was the game? Which of these campaign features did you confusing? Nehmen ein paar. Which of these Swarm features did you find confusing? Achso, warte. Das Swarm habe ich nicht gespielt. Nehme ich mal dasselbe wie vorhin auch. Das ist eine 4. Aren't you feel the game gave you tools you need to progress the way you would? So, what? How would you rate the card system in this game? Ja, keine Ahnung. Ich einfach mal die 3, fair. How would you rate the maps in this game? Ja, die Maps ist nicht schlecht, das ist eine 5. How would you rate the controls of this game? Das ist eine 4. How likely would you recommend this game to friends? Das ist eine klare 10. Did you encounter any? Nö, technische Probleme hatte ich jetzt nicht. Gut rein und submit. Thank you again for your participation in the Back for Blood Beta. Your feedback help us. Der Discord-Server könnte man mal vielleicht gehen. Das heben wir uns mal auf. So, die Umfrage beenden wir jetzt. Gut. Achso, jetzt habe ich hier das wieder zugemacht. Das brauche ich doch eigentlich für meinen Twitch-Chat hier. Wir haben ja Punkte verdient. Jetzt können wir mal was ausgeben. Drück, um Nachschubslinie zu nutzen. 0 von 5 freigeschaltet. Vitamine.
15 Gesundheit. Hab ich die jetzt gekauft? Nein, aber... Ich hab doch 66. Kaufe ich halt erst das? Ach so, ich muss erst die kaufen. Aha. Na gut dann. Gott, das letzte, da gehen wir jetzt 79 ab. Gut. Was? Okay. Personalisierung. Wappen. Auch was, was dem Gears-Logo von uns eigentlich ziemlich nahe kommt. Achso, das ist jetzt alles noch nicht freigeschaltet. Wie schalte ich das denn frei? Die ich mir den Scheiß alles dann kaufe, oder? Das ist ja ein bisschen blöd. Wie komme ich auf den Titel? Ich check's nicht. Ja, Wappen. Gut. Aber wie komme ich runter auf Titel? Ich kann drücken, was ich will. Gut. Ja, gut, egal. Egal, was ist das letzte da hinten? Das kann ich... Nach Profil kommt nur noch was? Nein, da kommt nichts mehr. Präferenzen, Präferenzströme. Keine Präferenz. Systemmenü. Nachricht an Teamchat senden. Ich will keine Nachricht an Teamchat senden. Ich will... Wieso bin ich hier im Chat? Das verstehe ich jetzt gar nicht, sozial. Okay. Da will ich eigentlich in Einstellungen, Treffermarkierung, Trainer zurücksetzen. Das kann man eigentlich alles so lassen. Aber ich muss jetzt echt noch eine kleine Pause machen, weil ich muss bieseln. Ich krieg sogar eine E-Mail vom Back for Blood Beta Test. Aber das ist mir jetzt relativ. Ich will eigentlich gar nicht, ich will meine Stream-Übersicht, die brauche ich jetzt mal kurz. Mein Stream-Manager, ich sehe ja sonst gar nicht, was hier so passiert. So. Aber wie gesagt, ich muss jetzt noch kurz eine Pause machen, weil ich muss so pinkeln. Ich bin hier seit anderthalb Stunden oder schon. Ja, anderthalb Stunden bin ich hier am Stream. Und jetzt muss ich pinkeln. Also, ich bin in ein paar Minütchen wieder da. Hier bin ich wieder. Today is your lucky day, my friend. Today is my lucky day. You see it? So, dann geht's mal weiter. Finger.
hast du für eine? Achso, Karten. Okay, let's do this. Ja, wir können eigentlich mal hier das Deck bearbeiten. Die können wir noch hinzufügen. Mehr habe ich eh nicht. Versus Decks, ja, ich spiele gerade keinen Versus. Kampagne. Spieler haben zusätzlich gesunde Munition. Durchlauf erstellen. Das kann ich jetzt nicht mehr spielen, oder? Ach so, man kann das quasi beenden und kann dann da weiterspielen, oder wie? Aha. Interessant. Ja, dann erstellen wir einen Durchlauf. Überlebender, Akt 1. Ja. Durchlauf erstellen. Mal schauen, ob ich jetzt wieder alleine bin oder nicht. Würde mich gar nicht stören, wenn ich alleine wäre. Mit Finger. System, du brauchst gar nicht suchen. Ich spiele auch gerne alleine. Wenn ich jetzt auf Abbrechen drücke, alles klar. Ja, ich mache eine private jetzt, das passt. Hätte ich von Anfang an machen sollen, ich Idiot. Okay. Ach so, weil, okay, ich verstehe. Ich muss das quasi. Okay, gut. Machen wir mal das. Gut, ich muss also. Ich werde gezwungen, mit anderen zu spielen. Ja, dann lassen wir mal suchen. Wenn er keinen findet, dann höre ich auch auf. Wir warten jetzt ein bisschen. Ich muss auch morgen früh wieder arbeiten. So. Ich weiß gar nicht, ob ich synchron oder asynchron bin. Ich check das mal kurz. Ich bin synchron, passt. Weil, wie gesagt, in Elder Scrolls Online zum Beispiel kann ich machen, was ich will. Die Kamera quatscht und der Ton kommt später. Das kann ich aber nicht fixen. Ja, wie will damit sagen, dass niemand spielt? Kann ich mir nicht vorstellen. Komm schon. Wir werden alle schon voll Lobbys sein wahrscheinlich. Aber wenn er niemanden findet, muss er doch einen Bot-Spieler aufmachen. Bam, 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 bam. Das mag ich an Online-Spielen. Ich muss ewig suchen, suchen, suchen. Mach doch einfach ein paar Spiele auf und gutes. Muss ich halt einfach euch ein bisschen zutexten hier mit meinem Blödsinn. Aber ich wüsste gar nicht, was ich erzählen soll. Bin ich eigentlich zu hell oder nicht? Ich glaube nicht, oder? Das ist eigentlich ganz gut, oder? Ja, sieht ganz gut aus. Oh, shit.
beim Grinch. So. Er sucht und sucht und sucht. Stellen wir mal einen Timer auf 5 Minuten. Und wenn er bis dahin nichts gefunden hat, dann soll es mir wurscht sein für heute. Weil morgen spiele ich eh mit dem Gekkelonimus zusammen. Wir beide streamen das dann auch. Also er streamt und ich streame. Bei ihm könnt ihr mal reinschauen. Er ist auch oft am Stream. Er spielt Dark Souls, Animal Crossing spielt er. Was spielt er noch? Ich glaube, The Ascent oder wie das heißt, das hat er mal gespielt. Ich weiß nicht, ob er es noch spielt. Habe ich jetzt momentan keinen Plan. Mein Dead Island Stream für morgen werde ich wahrscheinlich verschieben. Auf nächste Woche. Jetzt ist der letzte Woche schon ausgefallen. Aber wenn ich um 7 spiele. Ja, mal schauen, ob ich morgen Abend noch Dead Island spiele, nachdem wir Back 4 Blood spielen. Mal gucken. Wir spielen ja die Rider-Wide-Kampagne momentan, also ich. Weil das Hauptspiel haben wir jetzt durchgespielt. Das letzte Mal. Und haben die Rider-Wide-Kampagne angefangen. Es kann doch nicht sein, dass jetzt keinen findet, oder? Sad. Richtig sad. Ba-da-da. Ba-ba-ba-ba. Eine Capture Card werde ich mir diesen Monat wahrscheinlich rauslassen. Dann kann ich hier meinen Stream auch ein bisschen schönern mit Overlays. Für den Gecko habe ich ja eins gemacht. Meins wird ungefähr genauso aussehen, nur eine andere Farbgebung. Passiert nichts, hm? Scheint echt keine Spieler zu finden. Gucke ich mich hier mal ein bisschen um. Scheint nichts zu finden jetzt hier. Scheint echt nichts zu finden. Bist denn du? Dann schauen wir kurz mal rein hier. Scheint echt nichts zu finden. Die 5 Minuten sind gleich um. Jetzt komm schon. Dann machen wir wenigstens eine Pot. Aber wie komme ich da runter? Zum Titel. Ah!
Jetzt hat's funktioniert. Na gut. Die muss ich mir auch alle erst verdienen, oder? Das ist ein bisschen gay. Okay. Gut, die 5 Minuten sind um. Ach so, man kann jetzt hier dabei einfach weitermachen, während er sucht. Was ist Quickplay? Jo, gut, mach mal das mal. Vielleicht findet man da was. Warum? Quickplay, doch noch beitreten. Probieren wir nochmal. Wir müssen nochmal. Ich setze nochmal einen Timer für 5 Minuten. Du kannst dich dem Spielersuche-Pool nicht anschließen. Warum? Warum? Hab da nichts gemacht? Nach Solo-Kampagne geht hier nicht. Ja, ich starte mal das Spiel neu. Ich hoffe, das Stream beendet sich dadurch nicht. Wieder. So. Testen, ob es jetzt geht oder immer noch nicht. Und wenn es immer noch nicht geht, dann höre ich wirklich auf für heute. Ich spiele morgen wieder. Ja, das haben wir schon gelesen. Ja, ich will das aber nicht vorbestellen. Jetzt geht auch das Versus nicht mehr, okay? Das ist weird. Bei uns ging das Versus noch zum Ausbilden. Ja, gut. Funktioniert nicht mehr, dann höre ich auch auf für heute. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und vielleicht sehen wir uns morgen Abend 19 Uhr. Entweder hier bei mir im Stream oder beim Gekolonimus. Dann spielen wir wieder Back 4 Blood. Die Open Beta. Und danach vielleicht Dead Island. Was hast du so?